Es ist ein relativ ruhiger Auftakt in die neue Börsenwoche und das liegt hauptsächlich daran, dass die Börsen in Tokio und in Taiwan heute feiertagsbedingt geschlossen blieben. Aber der deutsche Aktienindex kann sich dennoch recht gut behaupten. Er notiert aktuell bei 5.670 Punkten, gerade mal mit 6 Pünktchen oder 0,1% im Minus. Stützend wirken sich Ankündigungen aus, die vor allen Dingen von französischer und deutscher Seite kamen nach dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy. Denn beide haben angekündigt, bis zum Ende des Monats Oktober ein Gesamtpaket zu schnüren zur Lösung der aktuellen Probleme. Da sollen dann Vorschläge drin sein zur Stabilisierung der Währungsunion in Europa, zur Lösung der Schuldenkrise in Griechenland und zur internationalen Finanzmarktregulierung. Da dürfen wir also mal gespannt sein, was sich die hohen Herrschaften und die hohen Damen dann dort ausdenken werden. Der Finanzmarkt zumindest ist in froher Hoffnung und traut durchaus den Politikern zu, dass sie hier neue Ansätze finden können, obwohl viele Experten im Moment doch davon ausgehen, dass es wohl in Griechenland den großen Schuldenschnitt geben könnte. Am Markt wird ein Schuldenerlass für Griechenland von 50% im Moment eingepreist. Und wenn man sich mal in Politikkreisen umhört, dann halten das viele, auch von verschiedenen Fraktionen, viele Abgeordnete nicht mehr für ausgeschlossen. Heute ist es aber dennoch relativ ruhig an der Börse. Und so gibt es auch im Hinblick auf den deutschen Aktienindex beim Handel mit verbrieften Derivaten kaum einen eindeutigen Trend im Moment. Aber das kann sich ja hier auch sehr, sehr schnell wieder ändern. Der Euro, der kann zulegen nach den Ankündigungen von Frankreich und Deutschland auf aktuell 1,3532. Eine Feinunze Gold kostet 1.658 US-Dollar im Moment und Silber notiert bei 31,89 Dollar. Vielleicht schauen wir nochmal auf die Finanztitel, denn diese sind ja mit einer besonders großen Bewegungsamplitude im Moment ausgestattet. Die Commerzbank-Aktie notiert bei 1,75 Euro mit 0,02% ganz leicht im Minus und die Deutsche Bank bei 26,67 nahezu unverändert.